Willkommen zurück, Reisende. Wir sind wieder in Soulstone Survivors. Ich habe gesehen, wir haben auch drei neue Charaktere, die wir spielen können. Und als erstes haben wir den Attentäter. Der kostet 5 grüne Kristalle, die haben wir jetzt gerade noch nicht. Dann den Elementalist für 8 gelbe. Und den Pfahlbauer für 5 blaue. Dann werden wir den als erstes mal freischalten. Der hat mehr Gesundheit, weniger Crit-Chance, mehr Heilungsmodifikatoren, mehr Rüstung und weniger Bewegungsgeschwindigkeit. Also er ist ein bisschen langsamer. Schalten wir uns den mal frei, wählen uns den aus. Dann werden wir auch Runen aktivieren, ganz vergessen. Ja. Machen wir den mal ein bisschen flinker. Weniger Schaden. Und was können wir noch nehmen? Arkan kann der, glaube ich, nicht, oder? Doch, der könnte Arkan. Dann nehmen wir noch mal die Arkan-Rune mit. Wir müssen ja noch ein bisschen Gold sammeln für die eine Rüstung. Also werden wir den hier auf Fluchstufe 2 spielen und mal gucken. Ja, gucken wir mal, was der kann, wie der sich spielen lässt und alles. So. Mal gucken. Oh ja. Haut gut rein, die Fähigkeit. Leveln wir jetzt ein, zwei Level erstmal. Und dann gehen wir Gold sammeln. Wie wir wissen, könnten wir uns ja auch einfach in der Ecke stellen. Das geht dann schneller, aber wir sind ja hier da, um Gold zu sammeln. Gut, jetzt bringt das noch gar nichts. Warten wir mal noch ein bisschen. Weil umso später im Spiel, umso mehr Gold oder Ressourcen an für sich geben die ja. So, Kettenblitz kennen wir ja schon. Heiliges Feuer. Du schießt drei Wellen heiligen Feuers in die Richtung, auf die du zielst, wobei jede Welle den Feinden in einer geraden Linie 625 Schaden zufügt und an alle Stapel von Verwirrtheit in Desorientiertheit verwandelt. Bei kritischen Treffern wird der Schaden mit 3 multipliziert. Okay. Und Arkane Kugel. Schießt eine große Kugel in die Richtung ab, in die du zielst. Entblößt auf Ziel angewendet. 87 Schaden. Entblößt ist. Erhöht den nächsten erlittenen Schaden um 80%. Ja, dann müssen wir genau den Gegner aber treffen, den die Kugel trifft. Ja, wir hauen mal erstmal den Kettenblitz raus. Dann können wir schon mal hier mehrere auf einmal angreifen. Mal alles einsammeln. Das Gold lassen wir noch liegen. Ja, machen wir Kettenblitz gleich Stufe 2. Da haben wir einen Elite-Gegner, gleich 2 Stück. Oh, legendär. Mehrfachwirkung um 60% erhöht. Aber das hier ist auch gut. Schadenmodifikator für alles. Nehmen wir lieber das. So, hier ist wieder diese Kugel. Das Schild haben wir ja gestern schon mal gesehen. Also bei letzter Folge. Was ist das denn? Aktive Fähigkeit. Bei jedem Angriff, der dich töten würde, wird deine Gesundheit stattdessen. Ah, ja, das haben wir ja freigeschaltet. Während der Angriff ausgeführt wird, feuerst du automatisch 2 arkane Geschosse ab, die ein zufälliges Ziel in der Nähe anvisieren. Nur 2? Und dann nur 84 Schaden. Aha, aber guck mal, das wird
Andauernd. Also das ist daueraktiv. Auch mal irgendwie ein bisschen einsammeln hier. Machen wir uns mal schneller. Das schadet ja nie. So. Ja, diesen Lichtstrahl kann ich echt nicht leiden. Jetzt haben wir wieder heiliges Feuer. Schaden. Also drei Wellen mit 700 Schaden. Hier ist ein durchgehender Strahl, der 1000 verursacht. Oder wir nehmen den Meteor. Naja, wir probieren mal das heilige Feuer. Scheint ja eine Fähigkeit von dem zu sein. So. Die Grundfähigkeit erhöhen. Bisschen Gift aktivieren. Mal schauen, wie viel das Gold jetzt bringt. Oh, immer noch nur zwei. Da warten wir wohl lieber noch. Ah, hier, heldenhafter Angriff. Der ist schon mal gut. Aber der lässt sich gut spielen. Und auch neue Fähigkeiten, mit denen wir gucken müssen, wie wir sie kombinieren. Aber hier in der Nähe ist ja noch ein bisschen Goldklumpen, also werden wir hier kurz warten. Aber hier wieder der Boss, der Giftangriffe macht. Ach, cool. Okay, er ist tot. So, Arcana Slash. Schießt ein Arcana Slash vorne. Ach, das Schaden entlöst. Physik. Wir machen das mal. So. Viele von den kleinen Gegnern sind auch gut. Können wir wenigstens schöne EP sammeln hier. Ah, mal ein paar große. Na, Leben haben wir eigentlich genug. So. Ah, der ist natürlich auch super. Gucken, können wir das irgendwie austauschen? Ja, die Wellen, die sind ja schon gut. Mehrfachwirkung. Ja, das macht halt null Schaden, ne? Und so haben wir jetzt nur heilige Angriffe. Ja, dann erhöhen wir die auch gleich. So. Jetzt wäre zwar noch cool, wenn wir auch einen weiteren Sprint bekommen würden. Das wäre schon genial. Ich würde sagen, nach dem zweiten Boss gucken wir, wie viel uns die Goldklumpen jetzt bringen. Bisschen die Crit-Chance erhöhen. Aber echt, der lässt sich angenehm spielen. Und das, obwohl wir auf Stufe, also Fluchstufe 2 spielen.
So, hier ist ein Elite-Gegner gewesen. Da waren sehr viele Gegner. Oh, jetzt geht's aber los hier, also... Der hat wohl verbessertes Dude-Glück oder so. Also irgendwo ist... Ah, da ist der Boss. Wieder dieser Eisboss. Ich glaube, er ist schon tot umgefallen. So. Dann können wir jetzt ja mal gucken, wie wir so... Wie viel uns die Goldklumpen bringen. Da müssen wir wieder hoch in die Mitte. Da waren die ja. Also hier rechts müssten noch zwei gewesen sein. Da. Da. Haben jetzt nicht viel mehr gegeben, ne? Schon wieder ganz schön voll hier. Also wenn, dann wollen die alle auf einmal was von einem. Oh, da, da. Da ist Gold. Oh, das sah jetzt aber schon mehr aus. 6 Stück nur, okay. Wenn man sich auf das Gold konzentriert, ist auch nicht so sinnvoll. Aber was soll man machen? Das brauchen wir, um nächst bessere Waffe herzustellen. Greift mich die Schlange an. Stimmt denn mit der nicht? Ja, machen wir das mal. So. Ganz entspannt Gold sammeln. Der dritte Boss, ne, warte, weiß gar nicht. Der dritte oder vierte Boss wäre noch gut, dass wir den schaffen. Für den Kristall. Weil jeder Boss gibt ja einen Kristall, den wir einsammeln. Brauchen wir ja, um die anderen Charaktere freizuschalten. Und noch um Sachen aufzuwerten. Also hier ist schon wieder ganz schön eng auf der Stelle. Nee, ich bin voll reingesprungen. Das war ja gar nicht gut. Oh. Der Boss ist aufgetaucht. Nur die Frage, wo? Rechts unten, okay. Oh, das ist der mit diesem Laserstrahl. Okay, das war der mit dem Laserstrahl. Ich spiele noch auf Flucht 2, ne? Okay. Der ist gut schnell tot umgefallen. So, dann können wir noch mal ein bisschen gucken, ob hier irgendwo Gold ist. Nicht in den roten Flächen drin stehen bleiben. So. Immer schön nach diesen Goldklumpen Ausschau halten. Aber das war ja letztes Mal auch schon sehr wenig, was so rumlag. Und wir müssen unseren Einsammelbereich wohl noch ein bisschen erhöhen. Nicht sehr viel Goldklumpen rum, wa? Muss man ja ewig sammeln, das Zeug. Oh, da ist einer. Oh, der hat gut gebracht. So. Ist hier noch irgendwo einer? Oh, ein paar Elite-Gegner.
Gut ist, die eine Fähigkeit stößt die Gegner auch zurück. Das ist sehr gut. Und zwar die hier. Zerstörung. Die ist echt gut. Ah, ein Boss ist aufgetaucht und zwar rechts. Oh nein, das ist der Drehkopf. Nein, 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 nein. Der ist echt nicht gut. Gegen den verlieren wir immer. Also wenn er sich dreht. Sonst hat er keine Chance. Aber dieses Drehen. Das macht super viel Schaden. Und diesen Kristall brauchen wir. Den die hinterlassen. Oh ja, mach mal unser Leben ein bisschen höher. Also das scheint ein guter Tank zu sein, der Charakter hier. Wir haben auch noch zwei Aufladungen für, wenn wir sterben. Das heißt, wir sind noch nicht versehentlich einmal gestorben. Aber wir wollen ja Gold suchen. Schön immer in die Richtung zielen, in der die Gegner sind. Alles ganz entspannt heute. So. Ist hier nirgends ein Goldklumpen, oder wie? Ja, Rüstung. Aber sehr viele rote Flechten, muss ich ja mal sagen. Muss man sich ja noch konzentrieren hier. So, mal wieder ein bisschen weitergehen. Haben sie genug geärgert. Da haben wir Leben und da ist Gold. Das wollen wir. So, machen wir das hier. Gleich müsste auch der Boss auftauchen. Jo. Dann begeben wir uns mal ein bisschen nach hier oben. So, jetzt ist er aufgetaucht. Rechts unten, okay. Und wir stehen natürlich voll in seinem Strahl. Oh nee, das ist dieser Flammen-Meini. Der ist genauso schlimm wie dieser Heini mit seinen Drehangriffen. So. Er ist gestorben. Ein bisschen spät, aber... Oh, aber unter 12 Minuten. Das heißt, die anderen Portale werden frei. So. Ist hier noch irgendwo Gold? Wir haben aber leider keinen weiteren Sprint erhalten. Ich frage mich ehrlich, ob die ganzen Sammelklumpen, die hier sind, verschwinden, wenn man gewonnen hat. Oder ob generell einfach nur sehr wenige hier zu finden sind. Aber da gar keiner aktiv ist. Hm. So. Dann werden wir jetzt im Overlord-Modus ein bisschen weiter sammeln. Wir werden den zwar wieder nicht weit schaffen, aber dann können wir ja mal gucken. Der Charakter ist ja neu, müssen wir ja mal austesten, was der alles aushält. Da wir auf einer anderen Karte sind, in der wir hier kein Gold sammeln können, gehen wir einmal sporadisch hier rum, gucken, ob überhaupt auf Overlord-Karten
Gegenstände spawnen oder nicht. Oh ja, hier ist was gespawnt. Aber wieder nur so wenig, weil es Anfang des Levels ist. Dann stellen wir uns jetzt erstmal hier hin. Oh, legendäre Power-Up, physikalisch. Power-Up sind Klingen des Lichts, heiliges Feuer, heldenhafter Angriff, Körperschlag und Zerstörung. Also alle. Cool. So. Aber der Einsammelbereich müsste noch mal. Aber das ist wieder nur 50%, ist doch. Aber mehr Erfahrung, also. Jetzt aber hier, du Bersten. Kettenblitz, heiliges Feuer und Zerstörung. Oh, Bersten, ja, machen wir das mal. Nee, ja, Leviathan auf gar keinen Fall. Der macht uns schwächer, wer will denn sowas? Ich würde sagen, nach dem zweiten Boss oder so gehen wir wieder rumgucken. Ob wir was einsammeln können. Also ob das, was wir einsammeln, dann mehr ist. Weil jetzt sind es ja immer nur zwei Steine, die wir bekommen. Und später werden es ja mehr. Einfach mal gucken. Was. Ich sehe leider die beiden Kreise der nicht. Aber scheinbar ist ein Boss tot. Weil wir haben nur noch eine Lebensanzeige oben. Der andere ist auch tot. Keine Ahnung, wie wir das gemacht haben. Dann wäre jetzt aber irgendwie ein Levelaufstieg oder ein Heilkristall mal angebracht. Müssen wir mal ein bisschen rumgehen. Also wenn einer auftaucht, wird er ja eigentlich angezeigt. So ein Heilkristall. Zumindest die Richtung wird angezeigt. Aber wir können ja mal gucken. Vielleicht taucht ja einer auf, wenn wir hier ein bisschen rumgehen. Boah, also wir haben aber Loot-Glück heute mit dem. Bestimmt jedes Mal den ersten Versuch, den man mit einem neuen Charakter spielt, hat man bestimmt super Loot-Glück. Also die nerven aber. Rüstung ein bisschen erhöhen. Nicht nur meinen Schaden erhöhen, Rüstung ist auch gut. Dauert zwar ein bisschen, die zu töten, aber wir gehen nicht so schnell drauf. Aber ich sehe... Oh, da ist ein Heilkristall, der nicht angezeigt wurde. Aber das ist ja nicht schlimm. Solange wir ihn finden... Jetzt aber zwei Level hintereinander. Also der momentan läuft es mit dem ja echt gut. Aber naja. Das ist ja immer am Anfang und dann kommt irgendein Boss, den wir wieder nicht ausweichen können. Und dann sind wir wieder mausetot. Und auch direkt immer von einem Schlag. Keine Ahnung, was das soll. Könnten uns ja mal hier so hinstellen. Was war das denn? Hat er mich angegriffen? Hat er das gesehen? Hat er mich einfach angegriffen? Was fällt ihm eigentlich ein?
Unsere Fähigkeiten sind vielleicht aber nicht optimal gewählt. Da ich den Boden nicht sehe. Und so kommt es halt dann doch ab und zu vor, dass wir in der roten Fläche drin stehen und Schaden kassieren. Mal sind es ganz wenig rote Flächen, dann sind es ja auf einmal wieder super viele. Jetzt kommt der Boss. Was ist denn jetzt? Zwei Bosse, 1,6 und 1,7 Millionen. Ja, cool, ich sehe gar nichts. Ah, cool. Irgendeiner von beiden ist tot. Der andere scheinbar auch. Müssen wir nur noch die Kristalle einsammeln. Lass, mach doch mal den Kristall kaputt. Mensch, ist Skinners. Ich glaube, so weit sind wir noch nie gekommen. Sonst sind wir jetzt eigentlich tot. Im Overlord-Modus haben wir bis jetzt immer nur, glaube ich, die ersten beiden Bosse geschafft und einen der darauf folgenden. Und der zweite hat uns immer, weil wir nicht ausweichen konnten oder hängen geblieben sind, mit einem Schlag getötet. Mal den Wirkbereich der Fähigkeiten erhöht. Dann treffen wir auch mehr. So. Können wir ja mal wieder gucken, was hier so rumliegt. Ah, da haben wir wieder was eingesammelt. Also zum Einsammeln wirklich wenig. Aber auch wohl nur während der Kämpfe. Also irgendwie müssen wir entweder mal ein bisschen schneller werden noch oder mehr Schaden raushauen. Oh nee, Boss. Warum denn jetzt schon? Der andere war auch eben erst. Also, wir stehen vor einem Boss, der ist hier so. Wo ist der andere? Oh Gott, ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Wo ist der andere? Ja. Boah, da wurde ein Todüberleben ausgelöst scheinbar. Weil scheinbar hat uns wieder einer der Bosse erwischt. Boah. Minus 100 Schaden. Also 100 Schaden haben wir bekommen. Wovon? Alter, ich brauche einen Heilkristall. Boah. Was sind das für Riesenflächen? Nee. Boah, ich sehe den Boss auch überhaupt nicht. Nein, nein. Oh, ich hänge irgendwo. Also, dass die Heilkristalle echt nur kommen, wenn sie Lust haben, ist echt nicht so gut. Ja, ich stirb doch. Nach dem, falls wir überleben, müssen wir uns unbedingt heilen. Ja, krass, dass ich auch überhaupt nicht weiß, wo... Ja gut, wir sind gerade ein zweites Mal gestorben.
Jo, ich sehe überhaupt nicht, wo er steht. Weil scheinbar lebt er ja noch irgendwo. Boah, ich sehe auch diese roten Flächen nicht. Aber auch nichts, was uns Leben bringt, ne? Boah. Ey, wir brauchen einen Heilkristall. Boah, oder hier eben Regeneration. Egal. Das Problem ist, wir töten, während wir weglaufen, so viele Feinde. Dass bestimmt gleich der nächste Boss auftaucht. Ohne dass wir hier so einen Heilkristall finden. Oh nee, ich hab sie gewusst. Boah, ich hab auch... Alter, also ein Flammen- und ein Eis-Boss. Uiuiui. Hey, direkt auf Stufe 7. Dafür, dass wir nur Gold sammeln wollten, ganz schön eskaliert hier. Aber wir kamen ein paar Bosse weiter. Mit Mühe und Not. Und das, obwohl wir ihn das allererste Mal gespielt haben. Das war ja richtig angenehm. Zum Ende hin ein bisschen stressig, aber der ist schon nicht von schlechten Eltern, nur. Und dabei ist er extra langsamer. So, können wir das jetzt herstellen? Und zwar für welchen Boss denn? Nein, können wir nicht. Echt jetzt? Können wir irgendeine andere Waffe herstellen? Ah, der ist noch nicht Level 10. Die beiden haben ihre Waffen. Der ist Level 7, also der kann seine auch noch nicht herstellen. Ah, cool, da sehen wir auch nicht. Sehen wir das hier, was sie kann? Nö. Schade. Aber wir müssten die anderen Figuren hier. Den können wir freischalten. Und den dann auch. Die werden wir uns aber beim nächsten Mal anschauen. Weil ein bisschen Gold fehlt ja noch für die Waffe. Weiß gar nicht, sehen wir denn? Ja, wir sehen auch nicht, was benötigt wird für die anderen. Ist ein bisschen ärgerlich. Aber der ist zu empfehlen, der Pfeilbauer. Man muss sich den zwar freispielen, aber es lässt sich super entspannt spielen. Und es wurde ja erst brutal anstrengend, nachdem wir in Overlord-Modus gegangen sind. Das heißt, man kann mit dem bestimmt auch seelenruhig Fluch Level 3 spielen. Aber ich würde sagen, als nächstes schauen wir uns erstmal die anderen beiden noch an. Was die so können, was die für Fähigkeiten haben. Und danke ich mich fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß hattet, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!